Einen wunderschönen, sonnigen guten Morgen aus Berlin. Wir haben 14.39 Uhr und heute ist der legendäre Tag. Denn ihr habt mein Büro gesehen und ihr habt natürlich auch die Casting Couch gesehen. Und heute ist der Tag, an dem die Casting Couch eingeweiht wird. Ich habe nämlich ein Special Guest hier in Berlin. Ich kann euch schon mal einen Tipp geben. Sie ist blond und sieht richtig geil aus. Und wir werden sie gleich treffen und abholen. Aber davor muss ich natürlich kurz, bei so einem Video auf der Casting Couch, da muss noch kurz eine Besorgung gemacht werden. Und der folgende Gast ist mir so besonders wichtig. Also es ist nicht irgendwas wurde, sondern der Cluster Azul. Nee, Cluster Schwanz. Ich werde jetzt zeigen, wer heute dabei sein wird. Es ist die bezaubernde Lia Engel. Wir haben uns das letzte Mal auf der Venus gesehen und seit da habe ich mich tatsächlich verliebt und endlich bist du in Berlin. Endlich. Ja, wir gehen erstmal was essen. Ja. Ja. Bist du vegan? Nein. Gott sei Dank. Hast du mal das Video gesehen, wo ich mein Büro gezeigt habe? Ja, ich denke schon. Ja, dann wird dir bestimmt so eine Couch aufgefallen sein, die ich mir da bauen lassen habe. Der berühmte Casting Couch. Genau, aber die ist noch nicht berühmt. Wir machen sie nämlich heute berühmt. Das heißt, wir weinen sie ein. Ich habe gar keine Unterwäsche an. Das ist eigentlich optimal. Lia, was ich dir empfehlen kann, ist ein saftiges Filetsteak. Ist bei dir ertrocken oder muss das Blut spritzen? Ich muss schon spritzen. Ja? Okay, sehr gut. Machst du eigentlich immer noch so viel Party das Wochenende? Nur noch mit den richtigen Leuten. Also mit dir würde ich auf jeden Fall Party machen. Ich weiß ja nicht, wie lange du noch in Berlin bist, aber ansonsten bin ich ruhig geworden. Ich habe jetzt von Oktober bis April 40 Clubauftritte gehabt und ich habe auf jedem Clubauftritt immer nur 2 Bier getrunken. Hey, letztes Jahr war, keine Ahnung, wollen wir 2, 3 Highlights einblenden? Okay, Ladies and Gentlemen, ich habe die bezaubernde Lia Engel heute neben mir sitzen und heute werden wir hoffentlich legendär diese Casting Couch hier einweihen. Was ich vorhabe, Lia, ist folgendes. Ich werde dir Fragen stellen. Ich denke mal, du antwortest auf alle Fragen. Aber im Falle, falls du nicht antworten möchtest, habe ich etwas vorbereitet. Und das werde ich jetzt einmal ganz kurz holen. Das Ganze hier nennt sich Cluster Azul Tequila. Ich habe dem Ganzen heute aus Versehen einen Namen gegeben, aber der würde dir wahrscheinlich auch gefallen. Ich habe ihn Cluster Schwanz genannt. Falls du eine Frage nicht beantworten möchtest, dann musst du einen großen Schluck davon nehmen. Ich würde es freiwillig machen, aber ich habe mir sagen lassen, dass du nach 3 Shots schon relativ dicht bist. Und ich denke, das finden wir heute heraus. So, und ich zeige dir jetzt noch ein kleines Special bei diesem Tequila. Und mit ein bisschen Feingefühl. Warte, ja, genau so. Also weiß ich nicht, wie man das drehen, aber auch nicht schlecht. Und damit würde ich sagen, starten wir die Casting Couch Fragerunde. Okay, Lia, die erste Frage. Hast du eine Sucht? Süßigkeiten. Süßigkeiten. Ja. Okay, ich dachte irgendwas Perverses. Wir machen weiter. Die folgende Frage ist für einen Freund, tatsächlich für Mark Eggers. Deswegen wollte ich einmal dich fragen, was brauchst du in einer Beziehung, um glücklich und zufrieden zu sein? Ich würde sagen, kennst du eigentlich die Rassel von Mark Eggers? Die Rassel? Die Rassel? Darf ich sie dir mal zeigen? Ob das Mark Eggers war, finden wir vielleicht irgendwann mal heraus. Wir machen weiter. Mit welchem Allerjudsten würdest du in die Kiste steigen? Sascha. Er ist der schönste Junge aus der Stadt, doch keiner kennt die Marken, die er hat. Aufgestylt läuft er durch die Street. Okay, sehr, sehr gut. Tut mir leid, Marc, an der Stelle. Wäre eine offene Beziehung etwas für dich? Ja, also ich würde meinen Mann schon teilen, denke ich. Wirklich, ja? Ja. Daran sollten sich viele Frauen mal ein Beispiel nehmen. Was ist deiner Meinung nach meine schlimmste Eigenschaft? Ich würde sagen, deine Eigenschaft vielleicht nicht, aber dass du rauchst. Aber, Ladies and Gentlemen, der Sober Oktober bahnt sich an und da kann ich das vielleicht nochmal ändern. Das ist wirklich so eine Frage, die ist für mich sehr, sehr interessant. Hast du schon mal jemanden geschlagen? So richtig? Ja, mit so der richtig, Faust? Schon mit der Faust. Nein. Nein? Und geklatscht? Ja. Ja? Ja. Wen? Willst du nicht sagen? Kein Problem! Dafür ist der Tequila da. Ich mach hier nur einen kleinen Schluck rein, okay? Na. Okay. So. Und dann einmal bitte verköstigen und sagen, wie du ihn findest. Darf ich mir die Nase zuhalten? Ja, darfst du. Aber der ist super, ich muss nicht machen. Einmal runter, einmal komplett. Oh ja, da ist er runtergeflossen wie sonst nichts. Boah, der brennt. Bist du bereit weiterzumachen? Nein. Dann machen wir weiter. Würdest du mir deinen Suchverlauf zeigen? Google? Ja. Oh mein Gott, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Was hast du denn gesucht heute?
Okay, ich zeig ihn dir. Okay, okay, dann musst du den aber auch einmal den Leuten bitte zeigen. Nein? Okay, dann ein Tequila, tut mir leid. Diesmal nur ein ganz klein, okay? Ey, das ist doch nicht klein. Komm, wir weihen heute die Casting Couch von Ron Bielecki ein. Da muss auch ein bisschen Alkohol fließen. Schön schlucken, ja. Jetzt kommt eine softe Frage. Wie oft masturbierst du in der Woche? Am Tag ist besser. Am Tag? Zwei, drei Mal. Ja, ich hätte so ein, zweimal gedacht. Okay. So, jetzt habe ich wirklich noch eine sehr wichtige Frage. Zeigst du mir deine Füße? Ja, sehr gerne sogar. Ich glaube, das ist jetzt auf jeden Fall was für Monte. Monte steht auf Füße. Du auch? Also ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, fast jedermann steht auf Füße. Ja? Bist du bereit? Ich bin sehr bereit. Boah, wow. So, die letzten Fragen. Willst du Kinder bekommen, Lia? Nein, auf gar keinen Fall. Gar keinen Fall? Nicht mal mit mir? Okay, komm. Ja, wir würden sehr schöne Kinder haben, oder? Damit haben wir, würde ich sagen, meine Casting-Couch heute richtig gut eingeweiht. Lia, danke schön fürs dabei sein. Und Leute, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, welche Dame als nächstes auf die Casting-Couch von mir kommen soll. Jetzt weihen wir die Casting-Couch richtig ein. Okay.